geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video soll es mal um die beiden kleinen Updates gehen, die wir eben in den letzten Tagen von Rockstar Games neuen GTA Online hinzubekommen haben. Eigentlich wollte ich dieses Video ja bereits gestern für euch machen, aber ich arbeite derzeit an einem neuen, richtig heftigen Glitch für euch, den ich auch schon komplett fertiggestellt habe und den ich bald auch für euch veröffentlichen werde. Und zwar arbeite ich nämlich derzeit, beziehungsweise ich habe an einem brandneuen Giftcast zu Friends Glitch für euch gearbeitet, und das Besondere an diesem Glitch ist eben, dass dieser in einer normalen Lobby durchführbar ist, und das Beste an diesem Glitch ist eben, dass er vollkommen ohne ein MOC ist. Und deshalb kamen halt auch in den letzten Tagen weniger Videos. Jedenfalls haben wir ja in den letzten beiden Tagen zwei neue Autos bekommen, wir haben einen komplett neuen Gegnermodus bekommen und Rockstar Games hat auch noch die aktuelle Eventwoche erweitert, und um all diese Dinge soll es jetzt eben hier in diesem Video einmal gehen. Bevor wir aber damit jetzt nun beginnen, würde ich mich jetzt auf jeden Fall schon mal riesig über einen Like freuen, und falls du gerade hier neu auf meinem Kanal sein solltest, dann lass mir doch jetzt einfach mal ein Abo da, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online. Außerdem kannst du auch gerne im PSN in meine WFG Giftcast zu Friends Community kommen, denn dort werde ich den neuen Giftcast zu Friends Glitch als allererstes ankündigen, und wenn ich ihn dort ankündige, dann bekommen die Mitglieder meiner Community auch direkt eine krasse Überraschung von mir. Aber nun gut, jetzt lasst uns an dieser Stelle erst einmal mit dem heutigen Video beginnen. Und zwar haben wir ja am Montag den Albani Hermes neu in GTA Online hinzubekommen, und dieser war eben ein Weihnachtsgeschenk von Rockstar Games, und so konnte sich jeder Spieler, der sich am Montag wenigstens einmal in GTA Online eingeloggt hatte, dieses Auto sich einmal kostenlos kaufen. Und für alle anderen Spieler, die sich eben am Montag nicht eingeloggt hatten oder die sich das Auto bereits kostenlos gekauft hatten und es sich jetzt dann noch einmal kaufen wollten, für diese Spieler kostet das Auto auf SouthSanAndreasSupercars.com 535.000 GTA-Dollar. Jedenfalls gab es am Montag einige Probleme mit diesem Auto, und zwar stand bei vielen Spielern dran, dass das Auto kostenlos sei, aber bei einigen Spielern wurde halt, nachdem sie sich das Auto für 0 Dollar gekauft hatten, trotzdem die 535.000 GTA-Dollar abgezogen, und das, obwohl eben dran stand, dass das Auto kostenlos wäre. Diesen Fehler hat Rockstar Games aber bereits gefixt und jedem Spieler, dem eben Geld abgezogen wurde, sein Geld zurücküberwiesen, sodass er den Albani Hermes mittlerweile für 0 Dollar gekauft hat. Optisch sieht dieses Auto auf jeden Fall richtig krass aus, meiner Meinung nach, und im richtigen Leben basiert der Hermes auf dem Mercury 8, der eben zwischen 1949 und 1951 hergestellt wurde. Außerdem passen in dieses Auto zwei Spieler, und bei diesem Fahrzeug handelt es sich um ein Muscle Car. Im Los Santos Customs verfügt der Hermes über die ganzen Standard-Tuning-Möglichkeiten, und zusätzlich hat er auch noch einige echt frische Designs. Allerdings muss ich doch zugeben, dass sich der Hermes echt ekelig fahren ließ, weil er eben kein gutes Handling hat und weil er mir eben halt auch total oft ausgebrochen ist. Ich habe das Auto zwar nur gefahren, als es in GTA Online geschneit hatte, aber ich habe während der ganzen Schneezeit mit keinem Auto solche Probleme in GTA Online gehabt, wie eben mit dem Hermes, und deshalb finde ich einfach das Fahrverhalten vom Hermes echt kacke. Aber kommen wir nun einmal zum Speedtest, denn hier wollte ich es wie jedes Mal genau wissen, ob sich dieses Auto für Rennen eignet oder eher nicht, und hier habe ich den Albani Hermes mal gegen den Duke Odess, gegen den Pisswasser Dominator, gegen den Sapri Turbo und gegen den Buccaneer antreten lassen. Im Grunde sind all diese vier Muscle Cars vier richtig gute Muscle Cars, und wenn der Hermes hier mit diesen Muscle Cars mithalten kann, dann ist das Auto vielleicht doch gar nicht so schlecht, wie ich zuerst dachte. Aber schaut euch das Ergebnis doch jetzt einfach selber mal an, und wichtig anzumerken ist natürlich auch noch, dass ich Aufholen und Windschatten und so ein Zeug ausgestellt hatte, damit der Test auch wirklich fair blieb. Und wie ihr es gerade schon gesehen habt, hatte ich gegen den Duke Odess und gegen den Sapre Turbo einfach keine Chance. Und deshalb kann ich euch auch nicht empfehlen, mit dem Hermes Rennen zu fahren. Nehmt hier an dieser Stelle lieber ein anderes Muscle Car, wie zum Beispiel den Duke Odess, denn dieser hat ein deutlich besseres Handling und ist dazu auch noch deutlich schneller, und dazu kommt eben auch noch, dass er kostenlos ist. Abschließend kann ich euch aber trotzdem sagen, dass mir der Hermes optisch echt gut gefallen hat, und deshalb bleibt er auch zu 100% in meiner Garage stehen.
Ihr solltet euch aber wirklich zweimal überlegen, ob ihr euch den Hermes wirklich kaufen wollt, denn diese 535.000 GTA-Dollar ist das Auto einfach nicht wert. Wenn ihr ihn euch aber für 0 GTA-Dollar kaufen könnt oder wenn ihr ihn euch schon für 0 GTA-Dollar gekauft habt, dann könnt ihr euch diesen einfach kaufen bzw. auch in eurer Garage stehen lassen, denn da könnt ihr einfach nichts falsch machen. Außerdem haben wir in dieser Woche auch noch zwei neue Masken von Rockstar Games bekommen, und zwar zwei Krampus-Masken. Zum einen die schrecklicher Krampus-Maske und zum anderen die abscheulicher Krampus-Maske. Und ich muss sagen, dass mir diese beiden Masken richtig gut gefallen, und besonders sehen diese beiden Masken aus, wenn ihr diese mit einem Hut kombiniert, da die Hörner der Masken dann so richtig durch den Hut hindurchkommen, und das sieht einfach nur mega cool aus. Auf jeden Fall gibt es noch zwei weitere Krampus-Masken im Gamecoding von GTA 5 und diese werden wir morgen und übermorgen dann in GTA Online kostenlos bekommen, wenn wir uns dann eben einmal in GTA Online einloggen. Also vergesst nicht, Leute, loggt euch morgen und übermorgen wenigstens einmal kurz in GTA Online ein, damit ihr eben diese Masken kostenlos bekommen werdet. Lasst uns nun aber mal über das zweite kleine Update sprechen, welches wir dann eben am Dienstag neu in GTA Online hinzubekommen haben. Und zwar haben wir dort dann einen neuen Gegnermodus bekommen und ein weiteres neues Auto. Und zwar handelt es sich bei diesem Auto um den Overflot Outage. Ich hoffe, ich habe den Namen von diesem Auto hier an dieser Stelle richtig ausgesprochen. Und bei diesem Fahrzeug handelt es sich um einen Supersportwagen. Diesen können wir uns auf jeden Fall auf der Internetseite von Legendary Motorsports für 1.995.000 GTA-Dollar kaufen. Und im richtigen Leben basiert der Outage auf den Cameron Glickenhaus SCG 003, was man meiner Meinung nach auch richtig gut erkennen kann, und im Los Santos Customs verfügt dieser Zweisitzer im Grunde über die gleichen Tuning-Möglichkeiten wie alle anderen Supersportwagen. Was ich aber richtig gut finde, ist, dass der Outage im Los Santos Customs über verdammt viele Spoiler verfügt, denn ich mag es nicht, wenn man bei einem Fahrzeug nur die 2-3 Standard-Spoiler hat, die dann im Endeffekt kacke aussehen, aber hier ist auf jeden Fall für jedermann der richtige Spoiler dabei. Vom Fahrverhalten her muss ich sagen, dass der Outage mir richtig gut gefallen hat, denn dieser hat sich auf jeden Fall richtig gut fahren lassen und das Auto verfügt außerdem noch über ein verdammt gutes Handling und ist mir so gut wie nie ausgebrochen. Und deshalb habe ich mich auch bereits kurz nach dem Kauf in dieses Auto hier verliebt, weil es mir einfach so gut gefallen hat und weil es sich eben so gut fahren ließ, und dazu sieht er auch noch optisch richtig Porno aus. Jedenfalls habe ich den Outage dann auch noch meinem obligatorischen Speedtest unterzogen, und zwar habe ich ihn dort mal gegen die Banshee 900R und gegen den T20 getestet. Die Banshee 900R ist ja das schnellste Auto in GTA Online und der T20 ist eben das Auto, mit dem ich eben fast jedes Rennen in GTA Online fahre, und auch hier habe ich natürlich Windschatten und Aufholen ausgestellt, aber schaut euch das Ergebnis doch jetzt einfach selber mal an. Und wie ihr es gerade schon sehen konntet, hatte ich einen verdammt guten Start erwischt, da der Outage eben über eine verdammt gute Beschleunigung verfügt. Und auch die Endgeschwindigkeit des Outage ist wirklich verdammt gut, denn der Banshee 900R hat verdammt lange gebraucht, bis dieser mich im Endeffekt eingeholt hatte, und dieser ist ja eben derzeit das schnellste Auto, welches es in GTA Online gibt. Der T20 hatte außerdem null Chancen gegen den Outage, und deshalb habe ich hier wohl an dieser Stelle ein neues Auto gefunden, mit dem ich in Zukunft meine Rennen fahren werde. Und deshalb kann ich euch nur raten, wenn ihr einen verdammt geilen Supersportwagen haben wollt, dann könnt ihr euch ohne Probleme den Outage kaufen, denn dieser ist einfach nur ein richtig geiles Auto, welches verdammt viel Spaß macht zu fahren. Kommen wir aber mal nun zum neuesten Gegnermodus, den wir ebenfalls in dieser Woche bekommen haben, und zwar nennt dieser sich Slashers. Dieser Modus basiert im Grunde auf dem Gegnermodus Schlitzer und funktioniert im Grunde genauso. Außerdem ist dieser Modus für 2 bis 16 Spieler und verfügt über 7 unterschiedliche Maps. Und bei diesen Maps handelt es sich im Grunde um einige Secret Locations aus dem Doomsday Heist DLC, wie zum Beispiel die Basis aus dem ersten Doomsday Heist oder auch die Basis, die sich eben unter dem Mount Chiliad befindet, wo eben der letzte Doomsday Heist spielt. Und ich finde diesen Modus echt cool, da ich Schlitzer eh schon gefeiert hatte, und außerdem mag ich es, wenn ein Modus in solchen Locations spielt.
Und deshalb kann ich euch nur eben raten, spielt diesen Modus doch einfach selber mal, denn da könnt ihr nicht wirklich was falsch machen. Kommen wir aber nun noch einmal zum Abschluss des Videos auf die neueste Eventwoche zu sprechen, die Rockstar Games ebenfalls in dieser Woche gestartet hat, beziehungsweise in dieser Woche erweitert hat, und diese geht eben noch bis nächste Woche Dienstag. Und zwar gibt es in dieser Eventwoche eben noch alle alten Rabatte, die es auch schon in der vorigen Eventwoche gab, und zusätzlich gibt es noch eben zwei neue Geldbonis in dieser Eventwoche. Und zwar gibt es hier zum einen doppeltes Geld und doppelte RP auf den Gegnermodus Occupy und zum anderen gibt es hier eben noch doppeltes Geld und doppelte RP auf den neuesten Gegnermodus Slashers. Und deshalb habt ihr jetzt auch noch einen weiteren Grund, diesen neuen Gegnermodus mal zu testen, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt, denn der Payout bei diesem Gegnermodus ist auf jeden Fall auch richtig gut, denn hier könnt ihr eben bis zu 20.000 GTA-Dollar pro Runde bekommen, wenn ihr diese Runde dann eben am Ende gewinnt. So, das waren nun aber auch schon alle Neuerungen in GTA Online, die wir eben in dieser Woche bekommen haben. Und deshalb würde ich mal sagen, dass ich das Video jetzt mal so langsam an dieser Stelle hier beenden werde. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen richtig freshen Abend. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da. Und wenn du neu auf meinem Kanal sein solltest, dann kannst du mich jetzt auch gerne kostenlos abonnieren. Denn dann wirst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online verpassen, wenn du auch wirklich die Glocke aktivierst. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.